Du hast mal gesagt, Metal ist für dich ehrlicher als Rap, so kann man das so sagen? Ist Metal realer als Deutschrap? Ja. Weil? Ja, weil du schon von vornherein Deutschrap gesagt hast. Ich hab's auch extra beschränkt. Du schon von vornherein Deutschrap gesagt hast und nicht einfach nur Rap, weil wir machen ja auch kein Deutschmetal. Oder du hast ja Metal gesagt und nicht Nu Metal oder Rock Metal oder bla. Und deswegen ist es halt einfach, oder was heißt ehrlicher? Das ist größer. Ich kann ja auch einfach wieder nur von mir reden, ne? So der beides erfahren hat. Ehrlichkeit ist komplett in Musik vorhanden oder genauso wie Beschränktheit und Schlösser, die irgendwelche anderen Leute ausschließen. So, ne? Ich glaube, dass jedes Genre, was ein bisschen den Mittelfinger hoch hat und ein bisschen sagt, so nicht, ist ehrlich. Mhm. Ist ehrlich. Und dann gibt's halt immer diese Fake da, dieses berühmte Fake-Wort. So, jemand ist nicht der, den er vorgibt zu sein. So, das gibt's im Metal irgendwie nicht. Im Metal sind die halt schon scheiße. Also, dann sind die so, wenn die sauer sind auf was, dann sagen die auch, dass sie sauer sind auf was. Und bei Rap weißt du selber so, hey, ja, Leute schütteln sich die Hände, die eigentlich sich hassen. Yeah. Und dann dreht der eine sich um und dann ist dann so, guck mal, was für ein Hurensohn. Ja. Also dort ist mehr Straightness, mehr direkter, ja, könnte man das schon, so. Schon. Wie sieht es mit Zusammenhalt und Hate im Allgemeinen aus? Kannst du das miteinander vergleichen, dort und in der Rap-Szene? Zusammenhalt ist, Mann, wenn wir da Berliner Leute nehmen, dann kann man das, da könnt ihr euch 10.000 Interviews auch von vor 15 Jahren angucken. Da halten Berliner zusammen. Egal, aber mittlerweile mögen wir uns ja alle irgendwie, ne? Also, wo es damals halt Rivalitäten gab, hat man sich ausgesprochen, weil macht ja keinen Sinn mehr. Macht keinen Sinn mehr, irgendwie sauer auf irgendjemand zu sein, weil mittlerweile ist Rap halt auch, glaube ich, einfach so sehr angekommen in den Charts, dass nichts anderes mehr funktioniert, als wenn du nicht ein Rapper bist oder Rap machst. Ich habe letzte Zeit öfter darüber gesprochen, dass die Stimme der Fans durch Kommentarfunktion und Internet halt lauter wirkt, ne, und mehr Bedeutung, an Bedeutung gewinnt. Was gut ist oder was nicht gut ist? Naja, das Ding ist halt, dass sich Künstler und so anfangen, daran noch ein bisschen zu orientieren. Weil jeder Zweite ist schon fast Marketing-Experte in der Kommentarfunktion geworden. So. Und wie ist es da im Metal-Bereich? Ich hab da noch nie Kommentare gelesen. Ich glaube... Feedback, wie ist das Feedback? Ich glaube, das Feedback bekommst du, wenn du live spielst. Mhm. So. Bei Metal ist es so, oder bei Rock, oder ist es, wenn du live spielst. Wenn du live nicht gut spielst, holen Leute sich nicht die Alben. Du kannst anfangen mit einer Show vor 20 Leuten, dann gehst du auf die Straße und spielst und du wirst kontinuierlich größer, weil du halt spielst, weil du dein Handwerk machst, weil du halt an dir arbeitest. Es ist genau das gleiche, wie wenn du spielst als Rapper und du die 10 Shows hintereinander spielst und du schaffst es nicht heiser zu werden, ohne In-Ears, ohne große Shows, wo du halt Autotune drauf hast, wo du irgendwelche Limiter und alles Mögliche drauf hast, sondern du spielst. Und irgendwann sehen es dann Leute. Und bei Metal ist es so, dass es da, wo wir wieder bei ehrlich sind, ehrlicher ist, weil du nah an der Crowd bist, auch wenn es nur 10 Leute sind. Und die sagen dann 10 Leuten, ah, es war gut. Und, So sollte es ja eigentlich im Hip-Hop auch sein, so zumindest, auch, genau, dass sie sagen, genau. Halt so, der MC ist ja eigentlich der höchste Stellenwert, so der höchste Titel, den man sich als Rapper halt so verdienen könnte, wenn man da Anerkennung aus der Hip-Hop-Kultur bekommt. Aber mittlerweile gibt es sehr viel Erfolg auch für Studio-Rapper, ich würde mal sagen Streaming-Zeitalter. Ja, total. Ne, so, dass es einfach ausreicht, dass man gar nicht mehr so viel Selbstständigkeit gefordert wird. Das mittlerweile reicht auch, dass man nur ein Performer ist. Ne? Ich krieg meine Texte geschrieben. Ja, aber sind sie ja nicht mehr.
Weil nicht meine Performer im Studio, meine ich. Studio-Performer, also noch einmal unter Studio-Rapper sogar. Ja. Okay, das ist halt eher nicht mehr dieses ausschlaggebende Argument, dass wenn man sagt, ey, der hat so und so viele Zahlen vorzuweisen, der ist relevanter im Verhältnis größer, obwohl er vielleicht live total neben einem echten MC abkacken würde. Ja, es, das ist aber auch das Zeitalter. Einfach nur, weil in einem Zeitalter, was ich auch nicht schlecht reden möchte, so Streaming, wo Leute Follower haben und Twitch-Sachen haben, wo die Leute kommentieren, die Leuten zugucken, die ein Spiel spielen. Mhm. Weißt du? Ja, so, und das ist halt das Ding. Keiner will mehr auf Konzerte gehen von so einem Rapper, der dann auf einmal Rapper wird. Ich will keine Namen nennen, aber das ist aber auch nicht irgendwie interessant, glaube ich. Für unsere Generation vielleicht nicht so sehr. Jetzt fängst du mit der Spaltung an. Aber die Jugend geht ja nicht. Die Jugend sieht ja im Stream, für den die auch bezahlt. Ja. Bezahlen so. Da sehen die das ja. Deswegen müssen die nicht auf Konzerte, beziehungsweise dürfen die vielleicht sogar noch gar nicht auf Konzerte gehen, sondern nur mit Mama und Papa. Und Mama und Papa sagen, willst du mich verarschen? Ja, oder genau. Was? Aber dieses, den Schulhof zu erobern, halt um eine große Nummer zu sein, in dem Sinne, hat sich ja halt dann geändert. Ne? Wie siehst du Vor- und Nachteile in dem Zeitalter, vor der ganzen, ich meine, ihr habt mit Kopfschuss und so noch richtig CDs verkauft halt, ne? So. Wie ist es jetzt mit, was bedeuten dir YouTube-Klicks oder Spotify-Streams und ist für dich dann, du hast ja das Live-Ding schon gerade erwähnt, so dieser direkte Austausch mit dem Publikum, wie wertest du das alles so? Ich würde gerne spielen und Leuten in die Augen gucken, oder wir würden gerne spielen. Phil, if you want to come join, then join. wir würden gerne spielen, und das ist halt so, das macht einfach, das weißt du doch selber. Ja. So, ne, wenn du da stehst und deine Shows machst, dann guckst du die Leute an und die sind dann begeistert. So. Das ist doch viel geiler als ein Daumen nach oben. Ja, safe. So. Live-Rap für mich oder halt, nicht. Oder halt der Frust, der dann da ist, wenn dann so das Video, wo du dir halt Mühe gegeben hast, dass das entsteht, nicht so viele Klicks bekommt. Das frustet halt einen auch. Ne? Das würde mich halt, glaube ich, auch sehr doll frusten, wenn ich nicht irgendwie den Punkt für mich selber erreicht hätte. Das ist mir halt im Grunde genommen, also nicht Wurst ist, so. Ich freue mich halt natürlich über jeden, der das Video sieht, aber wenn es nicht appreciated. Gewertschätzt wird. Ich wollte keine Anglizismen benutzen, Bruder. Manchmal kann man nicht anders. Wenn es nicht gewertschätzt wird, dann fühlt man sich auch doof. Mhm. Ne? Und deswegen live. Und live kannst du halt, auch wenn nur 20 oder wenn nur 100 Leute da sind und du begeisterst die, dann fühlst du dich mehr gewertschätzt, als wenn du 100.000 Klicks innerhalb von einer Woche hast oder so. Ja, ja. Wie ordnest du denn selber deine Musik ein? Gibt es für dich überhaupt eine Einordnung? Was hältst du von so einem Schubladendenken? Was macht der für Musik? Er macht der Metal, macht der Rock, ist der Rap, ist der Hip-Hop, ist er das? Ja, für die einen so, für die anderen so. Für die Metler oder Rocker bin ich immer noch der Rapper, für die Rapper bin ich halt nicht mehr Rap. So, im Grunde genommen ist es scheißegal. Ja. So, Genres sind Grenzen. Ja? Sind Grenzen, die halt nicht vorhanden sein sollten. Genauso wie man damals meinte halt zu Elternzeiten noch so, meinte Rifleman, you guys got chops. Und wir waren so, hä, choppen, wie Tech Nine choppen meint oder sowas? Nee, chops. Ach so. Wenn du eine Trompete spielst, okay. Das sind chops. So. Okay. Das ist halt so, okay, geil. Also Jazz, weißt du, so, das, alles ist miteinander verbunden. So. Egal welches Genre, okay, vielleicht jetzt nicht Minimal-Techno oder sowas, aber halt so alles, was aus einer Nische kommt, aus dem Untergrund, oh Mann, jetzt sage ich Untergrund, da denken alle wieder so, oh ja, wenn du Untergrund sagst, dann wird es nie Mainstream. Ja, Mainstream entsteht auch nur durch harte Arbeit eigentlich, wenn du ein Künstler bist. Du schaffst es nur zu einem Mainstream-Künstler, wenn du vielleicht Kompromisse eingehst und komplett harte Arbeit machst. So. Wie differenzierst du denn, wenn man genreübergreifende Musik beschreibt und so? Was sind für dich Begriffe? Was ist Crossover? Machst du das? Machst du das nicht? Crossover ist halt auch schon wieder...
eine Musikrichtung. Das ist halt das Doofe. Ne? Crossover ist normalerweise, wenn das kann eine Operette sein oder kein Plan, irgendwas Klassik, was dann Blues ist. Ne? Oder R&B ist ja im Endeffekt auch schon Crossover. Das ist Rhythm and Blues. Also war damals halt so. Punk war schon immer Crossover. Fab Five Freddy hat auch damals mit, weißt du? Eisgekühlte Momolunda. Also, wie hieß das? Nein, Fab Five Freddy, Digga. Ja, hat er gemacht mit Tote Hosen. Nein, Digga, was? Der Rapper aus Amiland. Ja, Fab Five Freddy. Der war ja Writer erstmal. Pfeffer Freddy war eigentlich Writer, hat da YoMTV Raps gemacht und hier mit Tote Hosen eisgekühlte Wummelunder. Hau ab, Digga, wirklich. You don't know that. Aber nein, ich schwöre, das sonst nicht. Wirklich? Ja, siehst du. Und das dann schon Crossover. Yeah. Wirklich? Ist so Stefan Raab, Busta Rhymes, hier kommt die Maus mäßig. Ja, aber genau. Krass, ich wusste das nicht. Erstes Mal. Oder YouTube war gleich, da gibt's bestimmt noch. Nee, also so, ich wollte halt einfach, weil... 83, wenn ich mich sogar nicht irre. Bist du geboren, oder? Bin ich geboren. Ja, das sag ist... Das. Oh. Nein. Nein, ich bin 26.